Tremor, ja, warum nicht? Eisschild ist nicht so. Ne, 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 ne. Das heißt, hier ein bisschen weiter rüber versetzen und dann hier mit der Natur. Weil mit Natur fangen wir mal von hinten an. Der ist gut. Der Sumpfdrache kann uns am Anfang auch noch ein bisschen helfen. Die Drohnen, die sind auch ganz nett. Ah, der Urverteidiger. Wehrbestien, ja, die schützen auf jeden Fall. Und die Lichtwoge. Ein heilendes Licht, das kann man immer gebrauchen. Was gibt es hier für ein Fragezeichen? Ach so, ja, das weiß ich auch. Also wir können uns hier schon mal ansehen. Wir können jetzt das Deck schließen. Wir sind fertig. Obwohl. Können wir jetzt dem Deck auch einen neuen Namen geben? Irgendwie. Eins ist nämlich, das wird unser Frost Natur Deck. Feuer Natur gibt es und Frost Schatten. Frost und Schatten mag ich gar nicht. Also, Frost Natur ist schon schick schick. So, wir können jetzt hier quasi auch unsere Kreaturen gegeneinander antreten lassen. Sagen wir mal, wir bauen hier ein bisschen auf. So. Dann schalten wir einfach um. Das wäre dann der Gegner. Ja. So. So, und er hier, das sehen wir schon, er macht nichts. Der macht nämlich erst was, wenn er im Boden gestampft ist. Aber bis dann ist er schon tot. Okay. Also, wir haben Post. Deine tägliche Belohnung. Du hast heute mehr als 15 Minuten in einem oder mehreren Matches verbracht. Ein Battleforge-Punkt wurde deinem Konto gut geschrieben. Battleforge-Punkte. Die brauchen wir, ich glaube, auf dem Marktplatz. Das kann ich auch mal zeigen. Da kann man hier für Battleforge-Punkte, die kann man auch für Echtgeld kaufen. Man kann auch eine Karte für einen Battleforge-Punkt kaufen, das ist ja auch schön. Ja, und da gibt es hier verschiedene Booster-Packs. Ja, und auch noch einige andere Sachen hier mittlerweile, die ich noch nicht kenne. Könnte man jetzt hier so eine Karte holen, ist jetzt aber nicht so wichtig. Und dann kann man auch für Gold Sachen kaufen, denke ich. Wir können ja mal schauen. Also, wir möchten nämlich Natur. Gewöhnlich ist das, glaube ich, Trupp. So, und suchen. Brutus brauchen wir nicht. Ich weiß nicht, ob der Schamane. Also auf jeden Fall suche ich den Schamanen. Aber ist der gewöhnlich oder ist der ungewöhnlich? Das ist die Frage. Wir können ja mal eingeben. Schamane dürfte so. Jawohl. Kostet Battleforge-Punkte. Da haben wir natürlich erstmal noch nichts. Macht auch nichts. Klar, wir könnten jetzt natürlich hier. Es gibt hier auch noch Aufwertungen, wie ich sehe. Die können wir aufwerten. Geht das schon, oder? Keine Ahnung. Ja, das geht. So, also da sind die dann aufgewertet. Speerkämpfer, da geht das auch. Oder geht das nicht? Haben wir da nichts? Geht nicht. Okay. So, hier wird uns erklärt, was das Deck ist, oder was? Ja, bla bla.
So, möchten wir jetzt alles nicht wissen. Wir haben jetzt die Einleitung gespielt oder was? Ja. Nein. Keine Ahnung. Ich klick's mal an. Einleitung, wie Battleforge gespielt wird. Ja, okay, das hatten wir. Und wir suchen natürlich Einspieler-Sachen. Da haben wir das hier. Einspieler. Für die Multiplayer-Spiele suche ich mir da noch jemanden. Also wer Lust hat, da mitzuspielen, der kann sich gerne melden. Standard Spiel erstellen. Wir nehmen natürlich jetzt unser Frost-Natur-Deck und hoffen, dass wir damit weiterkommen. Deck ist gesperrt. Schön und gut. Die Sterblichen an die Oberfläche zurückkehrten, offenbarte sich, dass ein sonderbarer Fluch jene befallen hatte, die dort geblieben waren. Sie hatten sich in grässlicher und verborgenen Scheu verwandelt. Sie waren Kreaturen, die nur Hass und Wahnsinn herrschten. Für Rogan Kale und die Gruppe von Flüchtlingen wurde die Reise nach Hause zu einem schrecklichen Überlebenskampf, als sie die Welt betraten, die sich für immer verändert. Okay. Also Zwielichtkreaturen besiegen. Halt's Maul. Oh, kein Problem. Und dann können wir auch gleich mal hier. Ja, bleib doch mal stehen, Alter. Ja, der rennt ja gleich los, du. Lass da erstmal hier, ne? Bisschen chillaxen. Uff, da macht das Vieh platt, ist doch kein Problem, Leute. Müssen das Ding erstmal besiegen, damit wir das hier bauen können. So, jetzt können wir. Bleib ruhig, Alter, bleib ruhig, wir machen das doch. Vor noch Verstärkung an, auch gut. Ja, die rushen jetzt ziemlich durch. Wir brauchen am besten noch ein bisschen Einheiten. Ja, schon tot. Das ist ja schön. Und da haben wir ein Monument, wo wir dann auch gleich Natur draus machen werden. So wie wir die hier alle besiegt haben. Nature. Genau, öffnet das Tor. Der Chef kommt. So, und jetzt können wir nämlich auch hier. Da können wir mal gucken. Ja, die machen mehr Damage. Halten aber weniger aus als unsere Frostbogenschützen. Oh, scheiße. Dann kann ich euch mal das heilende Licht zeigen. Ihr seht, das heilt unsere Einheiten. Wenn wir Schamanen hätten, würden die das übernehmen. Aber haben wir nicht. Ah, hier haben wir noch was zum Zerstören.
Dort auch. Heidewitzka. Aber dann können wir hier die Mauern aufbauen. So, dann nehmen wir doch mal die Verteidiger mit rein. Wir sehen das hier, 540 Angriff, 630 Verteidigung. Das ist nicht schlecht für den Anfang. Kann man gebrauchen. So, die Gebäude noch und dann geht es da unten auch noch weiter. Oh Mann. Das nimmt hier kein Ende, Leute. Mag ich ja gar nicht. Und das heilende Licht noch. Oh Mann. Wir brauchen noch ein paar Verteidiger. Ziemlich stark. Und das ist hier noch der schwächste Schwierigkeitsgrad. Und die Feiglinge bleiben hier stehen, ne? Mann, Mann. Oh. Absolut unschön. Die muss ich mal eben zerstören. Meine Güte. Das gibt's ja nicht. Was war das? Nun gut, dann müssen wir uns sammeln. Könnten natürlich versuchen, eine Karte zu ziehen, eine gute. Und daraus eventuell mehr Battleforge-Punkte zu machen. Das kann funktionieren, muss aber nicht. Also wenn man da eine gute Karte zieht, kann man schon mal ordentlich Punkte einsacken. Aber da braucht man halt auch eine gute. Dann werden sie erstmal wieder aufbauen. Vielleicht versuchen hier ranzukommen. Den vielleicht, ja, denke. Ein paar Einheiten haben wir jetzt schon. Von allen Seiten, Alter. Können wir uns ja hier mal ein Türmchen bauen. Zur Verteidigung. Die noch und dann versuchen wir mal hier unten anzukommen. Ah, da kriegen wir nämlich hier noch ein bisschen was. Lass mal den Turm da hinten irgendwie
Erstmal den Turm und dann den Rest. So, können wir hier jetzt schon? Nein. Da sind auch noch welche. So, was haben wir gekriegt? 5 Gold. Für jedes Teammitglied. Dann holen wir uns den hier. Und dann warten wir darauf, dass wir genug für den hier haben. Ja, dieses Mistvieh könnten wir vielleicht schon mal erledigen. Mit einem Trupp Bogenschützen.